Sehr verehrten Damen, meine Herren, darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Ein Kompliment vorab, dass Sie bei diesem Wetter, bei diesen geradezu tropischen Temperaturen hergekommen sind. Der tropische Regenguss wird uns hoffentlich erspart bleiben, obwohl wir alle gerne etwas Wasser hätten. Wir sind hier, um das Gebäude der Lambach-Pumpe einzuweihen. Diese Lambach-Pumpe ist eine ganz merkwürdige technische Errungenschaft, die lange Zeit in Oberemmel ihren Platz hatte. Eine Lambach-Pumpe ist eine Hubkolbenpumpe, bei der ein großer, durch eingeleitetes Bachwasser bewegter Schwimmer in einem darüber liegend angeordneten Zylinder einen Kolben antreibt, der Quellwasser durch eine Druckleitung in einen Hochbehälter fördert. Auf diese Weise wurden auch die Haushalte in Oberemmel mit Wasser versorgt. Und die Oberemmeler Lambach-Pumpe ist sogar eine besondere Pumpe, weil sie zwei Zylinder hat, ist also eine Doppelhubkolbenpumpe. Und der Doppelhub ermöglichte dann eine fast kontinuierliche Versorgung mit Wasser, der ständigen Wasserstrom. Diese Lambach-Pumpen sind heute überholt, technisch überholt. Wir haben hohen Wartungsaufwand. Und in der heutigen Zeit, wo man Elektromotoren, elektrische Pumpen hat, sind die praktisch nicht mehr im Betrieb. Und sie sind fast überall verschrottet worden, schon lange verschrottet. Und deswegen sind solche Pumpen heute ein schon selten gewordenes technisches Denkmal. Und wir sind sehr froh, dass wir hier in unserem Museum nochmal eine solche Pumpe hierher bekommen können und sie gleichsam als Technikfossil hier unseren Besuchern zeigen können und damit einen besonderen Anziehungspunkt haben. Wir haben diesen Standort für die Pumpe an einem Platz unterhalb der Quellfassung. Hier oben in diesem kleinen ummauerten Gebäude ist eine Quellfassung aus der Zeit des Bunkerbaus im Zweiten Weltkrieg. Wir haben die Pumpe hier aufgebaut, damit wir mit dem natürlichen Gefälle diese Pumpe auch mal betreiben können. Vielen Dank. Und ich darf inzwischen auch einige Prominenz begrüßen. Zunächst mal unsere Kuratorin, Frau Robichon, den Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Bürgermeister AD Hermann Hendricks, die Verbandsgemeinde Beigeordnete, Frau Zender, und auch zu meiner Freude kann ich auch Herrn Alfred Heinz hier begrüßen. Ihnen allen ein herzlicher Willkommensgruß. Und ich habe hier noch den Stellvertreter des Ortsvorstehers von Oberemmel, Herrn Schuh, auch einen alten Bekannten, der auch noch etwas über diese Pumpe sagen kann, die er aus der Jugendzeit noch kennt. Also, wie gesagt, wir mussten es hier unten aufbauen, was also diesen längeren Marsch durchs Gelände notwendig machte. Und diese Zumutung konnten wir also Ihnen leider insofern nicht ersparen. Wir haben sie an einem neu gebauten Weg hier unten aufgebaut und wir wollen auch hier das Museumsgelände in dieser etwas tieferen Etage noch weiter erschließen. Wir haben noch weitere Pläne hier. Wir wollen mit dem Waldbauverein hier ein Forst- und Holzmuseum an diesem Weg aufbauen und eventuell auch noch eine Darstellung von Grenzsteinen. Wir haben inzwischen eine Sammlung von etwa 30 interessanten historischen Grenzsteinen, die wir hier wieder aufstellen möchten und den Leuten zeigen, wie früher hier die Gebiete abgegrenzt wurden. Und aber in weiterer Ferne werden wir wohl auch noch hier unten auf dem Gelände eine alte Mühle wieder errichten. Als für uns Volkskundler ist die Wasserversorgung in früherer Zeit ein nicht unwichtiges Thema. Von alters her haben die Menschen große Anstrengungen unternommen, um das kostbare Nass zu gewinnen. Eine eher scherzhafte Bemerkung wird gleich noch unser Zimmermann zu dem Wasser von Oberemmel machen, das uns im Stadtrat früher ja auch manches Kopfzerbrechen bereitet hat, wozu Herr Bürgermeister AD Hermann Hendricks Verständnis in sich nickt. Aber welche besondere Bedeutung gerade die Versorgungssicherheit auch hatte, die wir ja notwendig haben und die man vielleicht selten so spürt wie im Augenblick bei dieser großen Wasserknappheit, das mag zeigen, welche Bedeutung auch die Wasserwerke haben. Und wir hätten gerne auch die Verbandsgemeinde Wasserwerke Mitarbeiter, einen haben wir da, hier noch erwähnt, um Ihnen zu sagen, wie wichtig das ist und wie wir hier mit dem
mit der Pumpe vor Augen führen können, welche wichtige Arbeit die Wasserwerker gehabt haben, schon in früher Zeit, schon zu Römerzeiten. Sie kennen die Wasserversorgung, berühmten Wasserleitungen der Römer. Und das ist immer so weitergegangen. Und bis heute ist Wasser immer ein kostbares Gut. Und die Beschaffung von Wasser hat also immer eine sehr große Bedeutung. Und wir sind deswegen auch dankbar der Stadt- und Verbandsgemeinde Konz, dass sie uns geholfen hat, Herr Bürgermeister Manns, und auch nicht zu erwähnen der Verbandsgemeinde Werkeleiter, Herr Reichert, die uns geholfen haben, dass wir hier diese Anlage wieder aufbauen können. Das Haus, was Sie hinter mir sehen, ist eine originalgetreue Rekonstruktion des Hauses in Oberemmel, das dort verbleiben soll, das Original. Das Dorf Oberemmel hat damit etwas vor. Aber wir haben es hier genauso nachgebaut, auch mit den Kanälen, die unten drin liegen, um hier die Pumpe dann zu übernehmen und hier wieder genauso aufzubauen. Ich möchte aber nicht schließen, ohne den Mitarbeitern unseres Museums zu danken, die, man kann sagen, bis in die letzte Minute hier gearbeitet haben, um termingerecht, den Termin mussten wir ja schon im Herbst vorhin Jahres festlegen, um termingerecht hier dieses Haus wieder aufbauen zu können. Ihnen allen also nochmal herzlichen Dank, und ich lade Sie auch gleich ein zu einem kleinen Umtrunk. Zunächst aber hat unser Zimmermann das Wort. Hört mich nun an, ihr lieben Leute. Zum Richtfest sind wir hier erschienen. Vollendet ist dies Bauwerk heute. Es soll der Lambachpumpe dienen. Von Oberemmel soll sie kommen, wo sie durch viele lange Zeiten der Bürgerschaft zu Nutz und Frommen das Wasser reichlich tat bereiten. Indessen will ich nicht verhehlen, dass dieses Wasser, wenn auch klar, auf Dauer nicht war zu empfehlen, besonders nicht der Kinderschar. Im Wingert und auf Ackerland, dort volle Ernten zu erlangen, man reichlich düngte und man fand Nitrate, die ins Wasser drangen. So viel zur Wasserqualität. Die Pumpe konnte nichts dafür, für Wissenschaft und Pietät kommt sie jetzt hinter diese Tür. Das Wasser liefert jetzt die Stadt aus ihren großen Wasserwerken, fein aufbereitet, und es hat auch Wohlgeschmack, wie wir bemerken. Doch nun zurück zur Lambachpumpe, die uns der Bürgermeister schenkt. Beim Aufbau ließ er sich nicht lumpen, weil der sonst unsere Kassen sprengt. Des Weiteren gilt es zu loben den Herrn Gemeindewerkeleiter, der das Projekt einst angeschoben und später auch als Wegbereiter. Dieses Haus wird nun bald eingerichtet mit Pumpgerät von Seltenheit, das die Besucher unterrichtet von Wasserkunst in alter Zeit. Zum guten Schluss sei Lob gesagt an alle Gäste rings im Kreise und die, die sich hier abgeplagt, warum ich sie besonders preise. Und weil es alter Brauch und Sitte, um dieses Haus zu benedeien, ich euch mit mir zu trinken bitte, ein Glas von Oberemmler Wein. So, und jetzt nochmal zu prosten. Ja, trinken bitte. Ach so. Da muss man dem sonst nichts zweimal sagen. Nee. Ich bin ja nur der stellvertretende Ortsvorsteher in Oberemmel, und dann hat der Bürgermeister mich heute Mittag noch, also ich habe ihn angesprochen, wie läuft das ab, fährst du da hoch, die Grüße von mir, es ist ja Heimat- und Weinfest, also einmal die Grüße des Ortsvorstehers und der Oberemmler und auch des Bürgermeisters. Ich habe also an diese Lambachpumpe so Kindheitserinnerungen. Im Wiesental zwischen Oberemmel und Wildingen, dieses Häuschen, also das, was da steht, ist nicht so schön wie das, was hier gebaut wurde, weil es auch noch eine Jahreszahl hat, 1938. Und wir als Kinder haben darum gespielt, beim Kühehüten. Und das war so immer so etwas Grausiges. Ne? Wenn die Behälter sich dann gefüllt haben und dieser Balken dann einmal den Schwerpunkt verlagert hat, da gab es ein riesen Geräusch da drin, und das war so richtig schauerig. Und also wir sind also wirklich froh, wir haben ja, die Geschichte ist ja Jahre alt, dass wir nicht irgendwann hingehen und hat einem Ramasseur gesagt, bau das Ding da ab und verschrotte es, sondern dass es heute hier nach Roschheit kommt. Und ich hoffe, dass auch meine Kinder und jetzt auch schon Enkelkinder nachher mal sehen können, was wir früher in Oberemmel mit der Wasserversorgung zu tun hatten.
Es wurde eben noch gesagt, dass wir ja Probleme hatten mit Trinkwasserqualitäten auf Emmel. Aber das ist heute 90 Kilo Arbeit. Das liegt einfach daran, dass ich schnell vom Trinkwasser auf Wein umgestellt habe. So hat das mir also nichts geschadet. Und, die Starken deshalb, sind übrig geblieben. Ja, ja. Ja, deshalb darf ich allen noch einen schönen Tag hier wünschen. Und wenn dann wirklich das Monstrum, wie ich es als Kind immer empfunden habe, dann mal hier ist, hoffe ich, dass wir es uns hier mal wieder begucken können. Aber das Häuschen in Oberemmel bleibt so Hobby. Ich kämpfe dafür am Ortsbeirat, obwohl ja die Eigentumsverhältnisse dieses Geländes VG. Die Emmel hätte das Häuschen gern. Ich hatte da auch schon mal Ideen, daraus was zu machen. Aber dann die Bebauung ist da so nah herangerückt, dass man dort ein Jugendtreff, ich sage es so ehrlich, wie ich mir das vorgestellt habe, da machen könnte. Die Probleme sind ja all hinreichend bekannt. Aber wenn die Pumpe mal raus ist, könnte man aus diesem schönen Häuschen doch was machen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.